Heute zeige ich euch einen Rhythmus, der euch dabei hilft, eine Blockade zu lösen und einen Schmerz zu heilen. Und dafür habt ihr diesen einfachen Grundrhythmus, diese Roll-On, 2 Schläge im Bass und 2 an der Höhe. Diesen Rhythmus musst du dazu spielen können, so dass du dich da hineingeben kannst. Wir machen den mal zusammen. 4 Schläge. Okay, das ist der Grundrhythmus. Und der Effekt ist der, wenn du von der Mitte zur Höhe spielst, hat es immer eine öffnende Wirkung. Ihr erinnert euch, die tiefen Töne bewegen oder berühren mehr den Körper, die körperliche Ebene und auch die unteren Chakren, die unteren Energiezentren. Und die hohen Töne inspirieren und regen mehr den Geist und die mentale Ebene an und die oberen Chakren. Also wenn du von der Mitte, von den tiefen Tönen zur Höhe spielst, hast du immer eine Öffnung. Etwas kann sich öffnen. Und nun nimmst du das Thema, den Bereich, wo du dich blockiert fühlst. Das kann körperlich sein, es kann emotional sein oder mental oder spirituell. Und diesen Bereich, an dem Bereich denkst du, auf den fokussierst du dich und dann beginnst du, diesen Rhythmus zu spielen. Du spielst den in deinem Tempo. Ich empfehle dir, dass du diesen Rhythmus in einem ruhig gehenden Tempo beginnst, so dass dein Körper und dein System sich darauf einstellen können. Also, du hast den Rhythmus. Also, du hast den Rhythmus und beginnst, ja, du hast den Fokus auf diesen Thema, was du lockern möchtest, es kann auch sowas sein, wie du möchtest gerne in einer Beziehung mehr Lockerheit drinne haben, ja, oder in deiner Entwicklung, in deiner persönlichen Entwicklung sagst du, ja, da brauche ich mehr Luft dran, da muss es locker gehen, ja, oder du hast vielleicht in deinem Körper eine Blockade, ja, meinetwegen in deinem Rücken, ja, und sagst, okay, ich möchte es lockern, dann tu's, ja. Oder es kann auch sein, dass du eine Vision hast oder einen Traum von etwas und wünschst, dass es mehr atmet, dass dieser Traum mehr ins Leben noch kommt, ja, mehr Luft und mehr Licht drankommt. Alright, das war's heute von mir gewesen. Und hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.